Mr. Rector, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ach, ich bin gerade nicht in der Stimmung. Aber gut, ich werde helfen, falls sich diese ganze Sache dadurch schneller aufklärt. Sie und Mr. Cutter haben sich gerade ziemlich heftig gestritten. Kommen solche Auseinandersetzungen zwischen Ihnen beiden denn öfter vor? Phil und ich sind schon eine ganze Zeit ein Team. Schon lange bevor ich meinen Durchbruch hatte. Folglich hatten wir im Lauf der Jahre schon so manchen Streit. In unserer Anfangszeit sind wir meist wegen irgendwelcher Fragen in Bezug auf die Produktion übel aneinander geraten. Aber so weit wie heute ist es noch nie gekommen. Wir haben nie darüber gesprochen, getrennter Wege zu gehen. Naja, ein Wort gibt es andere, wie man so schon sagt. Wenn Sie das Gesagte nicht so gemeint haben, sollte eine Entschuldigung für eine deutliche Entschärfung sorgen können. Bei Phil bin ich mir da nicht so sicher. Ich habe gehört, dass Sie früher Filme gemacht haben, die abseits des Mainstreams waren. Die sind sich eher an ein anständigeres Publikum richteten. Stimmt das? Ha, da muss man aber schon ein ganzes Weilchen zurückgehen. Auf jeden Fall war es nicht so, dass ich zwingend transständige Filme drehen wollte. Es ist einfach so gekommen. So haben die Leute mein Material wahrgenommen. Es hat einfach nicht jedem gefallen. Aber Phil mochte meine alten Sachen wirklich. Und er hat sie manchmal sogar getragen. Und weil ich jetzt Filme mache, die einfach mehr Leute sehen wollen, ist er gar nicht glücklich darüber. Wissen Sie, er hat sich immer dafür eingesetzt, dass ich diese letzte Szene aus Torpedo der Liebe rausnehme. Von Anfang an. Und dabei war es die letzte Szene. Die hätte ich Ihnen sowieso nicht am Anfang gezeigt. Ja, das hat er mir erzählt. Er meinte auch, dass Sie nicht Ihrem Stil gerecht wurden. Meinem Stil nicht gerecht werden würde? Das sagt sich so einfach. In Wahrheit weiß ich gar nicht mehr so genau, was denn mein Stil überhaupt ist. Aber das ist mal wieder typisch Phil. Er hat nie gezögert, wenn es darum ging, mir zu sagen, was mit meinem Film nicht stimmt. Manchmal macht es mich fuchsteufelswild, aber ich muss gestehen, dass er meistens recht hat. Oh, wem mache ich was vor? Dieses Mal hat er auch recht. Sie meinen in Bezug auf die gestohlene Szene? Ach, ich wollte doch nur etwas Echtes schaffen. Einen Kuss drehen, der wirklich so aussieht, als käme er von Herzen. Und nicht nur von zwei Schauspielern, die nur in ihre Rollen slüpfen und sich küssen müssen. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft. In den alten Zeiten hätte ich nicht aufgegeben. Ich hätte immer weiter und weiter gedreht, bis ich das Ende gehabt hätte, das ich haben wollte. Warum haben Sie das denn diesmal nicht gemacht? Zeitdruck. Es muss fertig werden, es muss in die Kinos. Der Publisher sagt los, los, los. Und dann kommt Mass Effect Andromeda dabei raus. Entschuldigung, Sie sind noch jung, ich kann nicht erwarten, dass Sie das verstehen. Es ist nun einmal so, dass man immer mehr von jenem Antrieb verliert, den man in seiner Jugend hatte. Nein, da haben Sie völlig recht. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Ehrlich gesagt, klingt es auch etwas traurig. Sie wollen uns also sagen, dass Mr. Cutter die Szene nicht ertragen konnte, die Sie gedreht haben? Dass er sie ohne ihre Erlaubnis aus dem Film geschnitten hat? Ja, das ist schließlich seine Arbeit, Filme zu schneiden. Und darin ist er auch sehr gut. Ich kann nicht mal sagen, dass ich es ihm vorwerfe. Das war alles mein Fehler. Das mag sich nach allem, was gesehen ist, wie eine seltsame Bitte anhören, Miss Layton, aber könnten Sie darüber Stillschweigen bewahren? Phil hat es unter dem Strich doch nur mir zuliebe getan. Oh, alles nach Assassin's Creed 3 kommt auch dabei raus, wenn man zu... Ja, Mario Party 9 und 10 auch. Ja. Mario Party 9 und 10 oder Mario Party DS? Nein, gut. DS war gut. Ah, nee, Island Tour für 3DS war scheiße. Ja. DS war toll. Oder viele EA-Spiele, abgesehen von Mass Effect Andromeda. Oder EA-Spiele im Allgemeinen. Weiter. Ubisoft-Spiele. Weiter. Rabbids. Nein. Weiter. Und Mario. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Was? Aber
Wenn das rauskommt, ist Phils Karriere am Ende. Die Phils Karriere? Ist es das denn wert, die Karriere dieses Menschen zu zerstören, nur um an einem sonderbaren Pflichtgefühl gegenüber dem Gesetz festzuhalten? Das ist gar nicht der Grund. Noch dazu war es auch gar nicht, Mr. Cuttle. Wissen Sie, es verhält sich nämlich so, dass Sie sein Alibi sind, Mr. Rector. Genau. Sie und Mr. Cutter waren die ganze Zeit bis zum Beginn der Vorführung zusammen, oder nicht? Und bei der Durchsicht der Filmrollen sind Ihnen beiden ja auch keine Probleme aufgefallen. Wenn Sie also mit Mr. Cutter die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen haben, dann hatte er gar keine Gelegenheit, den Film zu schneiden. Und mag er noch so sehr dagegen gewesen sein, die Szene drin zu behalten. Ich schätze, das stimmt. Also hat sie wer anders gestohlen? Das ist ja wunderbar! Aber ich sehe nicht so aus, als wäre das wunderbar. Miss Layton? Oh, Entschuldigung. Gut, es sieht ganz so aus, als hätte ich jetzt alle Beweise, die ich brauche. Ding, 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 ding. Blup. Du hast einen wichtigen Hinweis gefunden, direkt vor der Aufführung. Irgendwas, Film. Ja. Ja, das ist ja halt. So, und jetzt können wir den noch lösen. Ja! Rätsel. Fall gelöst. Film direkt vor der Aufführung. Rector und Cutter haben die Filmrollen direkt vor der Vorführung noch einmal überprüft. Sie stellten keinerlei Probleme fest und die letzte Szene war noch vorhanden. Fall lösen. Natürlich. Ja, jetzt gibt alles einen Sinn. Ja, und ich bin jetzt taub. Warum schreist du denn plötzlich so herum? Miss Layton, hast du es etwa geknackt? Ja, Ernest. Ich glaube, ich habe das Popcorn geknackt. Wie jeder Film eine Schlussszene hat, hat auch jeder Fall eine Wahrheit, die man, erhaschen muss. Und jetzt habe ich beides aufgedeckt. Schrei doch nicht so laut. Oh, gut gemacht, Miss Layton. Brava, oh. Und was für eine fabelhafte Wortwahl das war. Ernest! Ruf des Phantoms! Ruf das Phantom! Phantom, komm mal her! Los. Gerne, Miss, gerne. Katzin? Nö. Auch nicht. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Endlich habe ich die Wahrheit über die gestohlene Kussszene herausfinden können. Dass Sie alle gekommen sind, sogar das poppende Popcorn. Bitte guck mich nicht weiter so an. Wirklich? Das haben Sie? Wer war es? Kommen Sie schon, nur raus mit der Sprache. Ich will wissen, wer mir das angetan hat und warum. Ich war's nicht! Und wie? Das will ich auch wissen. Wann wurde sie aus der Rolle rausgeschnitten? Sagen Sie es uns, Miss Detektivin. Erlösen Sie uns bitte aus unserer Ungewissheit. Momento, Catriel. Warum haben Sie so viele Leute hergebeten? Es liegt doch wohl auf der Hand, dass die meisten von Ihnen gar nicht daran beteiligt waren. Ach ja. Oh, so macht es aber viel mehr Spaß. Je mehr Leute sind, desto größer die Spannung. Hohoho, da stimme ich Miss Layton zu. Sie ist für die Bühne geboren, diese Frau. Oh, das ist so aufregend. Eine solche Show will ich mir nicht entgehen lassen. Ich meine, als Bürgermeisterin habe ich großes Interesse an der Wahrheit. Als Kopf der sieben Löwen ist es meine Pflicht, dass ich den Fall bis zu seinem Ende mitverfolge. Werde nicht gebraucht, kein Schnabel, kein Tier. Und mir ist es eigentlich Schnurz, was mit dieser Szene passiert ist. Kann ich bitte los? Ich muss noch meine Rosalinda putzen. Nochmal. Kommen Sie, Miss Layton. Wir können es bei diesem Fall kaum noch erwarten, die Wahrheit und die Identität des Täters zu erfahren. Keine Eile. Das ist schließlich der triumphale Moment eines jeden Detektivs. Das stimmt wohl. Bei einem Film würde ich jetzt richtig spannende Musik im Hintergrund laufen lassen.
und die Sache in die Länge ziehen, um die Spannung zu vergrößern. Das ist echt, das ist so ein Fourth Wall Witz. Vierte Wand Witz? Ja. Schlecht. Genau das. So, lassen Sie uns zum Fall kommen. Es war von Anfang an eine äußerst eigentümliche Angelegenheit. Eine Schlussszene wird am Tag der Premiere-Vorführung aus einem Film gestohlen. Ist das normal, dass das... Hm? Das was? So. Was macht das denn? Eben hat es ja so geblinkt. Das ist eventuell so Streetpass-Zeug oder okay. So. Das ist nicht schlimm. Okay. Alles gut, alles gut! Eine Schlussszene wird am Tag der Premiere-Vorführung aus Film gestohlen. Was kann hinter einer solchen Sache stecken? Zweifelsohne haben sie alle ihre eigenen Theorien und Ideen. Aber ich übertreibe wohl nicht, wenn ich sage, dass die Wahrheit selbst die haarsträubendsten Theorien noch in den Schatten stellen wird. Denn sie wissen ja, das Leben schreibt eben noch immer die besten Geschichten. Okay, Kat, erzähl uns jetzt von, jetzt nur was vom Pferd oder erzählst du uns jetzt nur was vom Pferd oder weißt du wirklich, wer es war? Schon gut. Du kannst mich das nicht auskosten lassen, oder? Ja, wenn sie schon kein Popcorn bekommt. If I had to identify one culprit in this case, it would be you over there. Didn't do it. Was? Schnabeltier hat einen Schnabel, ist ein Tier. Ja. Die Szene gab es ja sowieso schon im Dings, im Trailer. Also dementsprechend war die Lösung ja eigentlich auch ziemlich klar. Mhm. Beim Tausch der Rollen während der Vorführung hat das Schnabeltier Kacke auf den Film gemacht. Ja, oder sowas. Also nicht gekotzt, also sondern... Also nicht Kotze, sondern Kacke, okay. Ich mag das nicht, dass sie sowas sagt. Kann sie es nicht anders umschreiben? Sie ist eine Lady! Nein, sie ist eine Gentlewoman. Das unterscheidet eine Gentlewoman und eine Lady. Gentlewomen sagen Kaka. Weiter. Kaka? Jetzt der auch noch. Oh nein! Und seine Kaka hat genau die Gussszene getroffen. Ist es das? Oh, können die nicht einfach ein anderes Wort nehmen? Das klingt ja! Blöd. Aber das bisschen Vogelkot hätte man doch leicht vom Film wischen können, oder? Ich finde besser, Vogelkot zu sagen als Kaka. Könnten wir mal alle aufhören, Kaka zu sagen? Sie hat Vogelkot gesagt! Das ist so geil! Ja. Hätte. Also, das ist ein blöder Satz. Ja. Gerade eben, Alter. Da sagt jemand nicht Kaka und dann können wir aufhören, das. Alter. Das hätte man wohl, Frau Bürgermeisterin. Doch da kommt der zweite Schuldige bei dieser Eskapade ins Spiel. Sie, Mr. Seymour Rollins. Ja. Die gesamte Ausrüstung hier wurde erst unlängst erneuert. Mr. Rollins liebt seine Projektoren so sehr, dass er den Gedanken nicht ertrug, ein beschmutzter Film könnte durch sie durchlaufen. Selbst wenn man ihn abgewischt hätte. Also hat er gleich die ganze betroffene Szene aus der Rolle geschnitten. Dann ist das sein Werk. Ja. Aber da das Schnabeltier alles abstreitet, wird wohl kaum etwas von dieser Kaka hängen bleiben. Oh, Kaka. Ja? Ja, guck mal, da hat er keinen Zahn, da hat er einen Zahn. Es waren zwei unterschiedliche Personen. Where did that kiss scene come from? Apparently, Mr. Rector. He cut in an old scene of his own to replace the missing one. It's a clip of himself kissing his lover, shot a long time ago when he was still just starting out as a cameraman. Foxy. Secretly, it was supposed to be a film about his own love affair.
So the clothes and everything match the style of the other scenes perfectly. That's how he integrated it so seamlessly. You've got to hand it to the old dog. It's a very moving scene. Yes, because it's full of genuine emotion. They weren't acting. It was true love. If only someone would give me a kiss like that. Just imagine. What? Oi, Pinstripes, what are you imagining? Nothing. I was just what? And spit it out. No. What, you dirty monkey? Voll Dank voraus, Torpedo der Liebe, war ein Riesenerfolg an der Kinokasse mit seiner leidenschaftlichen Kussszene zum Schluss. Und jetzt arbeitet Reggie Director an einem neuen Film, nur dass dieser vielleicht etwas weniger mainstreamig und auf Kassenschlager ausgerichtet sein wird. Mhm. How is it? You always stumble on the answer in these cases. Stumble on? It sounds like you think it's just luck, Shirl. Well, isn't it? Not at all. The truth is, Miss Layton makes logical but instinctive inferences. Yeah. See? Hi. Ein neues Fallfinale namens der plappernde Beo. Ein neuer Gast möchte ein perfektes Dinner. Oh. Im Büro ist ein neuer Fall verfügbar. Von... So, gucken wir mal, was wir verpasst haben alles. Genau. Also ein Rätsel haben wir ja auf jeden Fall verpasst. Ja, nee, warte mal. In dem Fall müssen wir es nicht unbedingt verpasst haben. Landes Maus? Das Mausrätsel haben wir verpasst. Das Mausrätsel war in dem Fall 2 schon. Ja? Das ist da. Ja, okay. Ja, guck. Dann haben wir 2 Rätsel verpasst. Nee, 3. Stimmt, 3. Sogar. Aber wo sind die 3 dann? Mal gucken. Na, wir gucken.